Die Technik der Verblendung ist das A und O im professionellen Make-up. Alle kreativen Lösungen, wie jetzt an meinem Augen-Make-up zu sehen wäre, alle Effekte, Glanz, Schimmer, Pigmente, alle farbigen Nuancen wären weniger sinnvoll und würden weniger zur Geltung kommen, wenn die Übergänge im Make-up nicht perfekt verblendet sind. Die Perfektion im Make-up ist erreichbar. Und sie wird erreicht genauso wie in der Tanztechnik durch die Übung. Im Tanzen wäre es unfair, von Amateuren zu erwarten, dass sie eine neue Figur oder eine neue Figurenfolge sofort zur Musik vortragen können. Das können die Profis, das können die Tänzer mit sehr viel Erfahrung, die Lernenden, die noch nach Perfektion streben und noch im Lernen sind, brauchen ihre Zeit und ihre Übung, um die Figur bzw. die Übungsfolge erst im langsameren Tempo ohne Musik zu meistern. Erst dann können sie versuchen, in größerer Geschwindigkeit und in der Harmonie zur Musik das Gelernte umzusetzen. Im Make-up habe ich eine Übungsfolge erarbeitet, welcher analog zum Üben ohne Musik im Tanzen wäre. Wenn du versuchst, etwas Neues, was du gerade noch in einem Lernvideo gesehen hast, auszuprobieren, oder wenn du versuchst, eine Technik zu perfektionieren, welche du bereits in deinem Make-up nutzt, aber auf eine andere Stufe bringen möchtest, stell dir das Üben am eigenen Gesicht eine unnötige Hürde dar. Und zwar kannst du deine Besonderheiten, deine Augenform, deine Hautstruktur, deine Gesichtszüge nicht ausklammern. Wir nutzen dafür ein sozusagen neutrales Feld, nämlich nutzen wir die Haut an unserem Arm oder wenn es dir einfacher und bequemer ist, nutze auch gern dein Bein. Wenn du das Üben ohne Musik im langsameren Tempo sinnvoll findest, so hoffe ich, du wirst die Übungsfolge, welche ich dir vorbereitet habe, ebenso sinnvoll finden und du wirst die Übungen, welche folgen, nicht überspringen wollen.